Huch, ihr seht mich ja plötzlich aus einer ganz anderen Kameraperspektive. Wieso, weshalb, warum und welche Kamera ich mir jetzt neu zugelegt habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Winterpause. Ich habe mir den Januar freigenommen von YouTube. Jetzt bin ich wieder da. Voller Elan geht's wieder los ins Jahr 2021. Starte ich mit ganz vielen Ideen für Videos und mit einem neuen Setup. Das hier ist eine neue Kameraperspektive. Ich habe jetzt logischerweise, ich weiß nicht, ob das so vielen Leuten klar ist, wenn sie zwei Kameraperspektiven sehen, aber da stecken tatsächlich auch zwei Kameras dahinter. Ich habe jetzt mein Lichtsetup ein bisschen umgebaut und auch hinter mir an den Boards hat sich ein bisschen was getan. Ich denke, das sieht jetzt ein bisschen professioneller aus, gerade eben mit den zwei Kameraperspektiven und auch dem Licht, was jetzt von der Seite kommt und nicht mehr gerade von vorne, weil sich das ja immer so in meiner Brille gespiegelt hat und das hat viele Leute irritiert und deshalb probieren wir es jetzt mal so. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze neue Setup so findet. Und wir bleiben in diesem heutigen Video auch genau dabei, denn ich möchte mit euch darüber reden, warum ich jetzt eine zweite Kamera mir zugelegt habe, warum das nötig war und wieso ich langfristig von der Sony Alpha 6300 weg möchte. Ja, die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich in den letzten anderthalb Jahren alle meine Videos mit der Sony Alpha 6300 aufgenommen habe. Ich habe mich damals für die entschieden, weil die einen ziemlich guten Autofokus hat. Also Sony ist Autofokus King. Allerdings haben meiner Meinung nach so ziemlich alle Sony-Kameras ein ganz großes Manko und das ist das Display. Für viele mag das jetzt erstmal zweitrangig sein und ich dachte mir auch damals, ja klar, also bei der Sony kann man das Display so ein bisschen hoch und runter bewegen und so. Und wenn ich hinter der Kamera stehe, dann kann ich das ja auch so drehen, dass ich sehr gut da drauf gucken kann. Aber ich stehe halt auch sehr oft vor der Kamera und filme mich selber. Und das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Klar, die Sony-Kamera hat natürlich auch eine dazugehörige App, mit der ich das Kamerabild direkt auf mein Handy übertragen kann. Aber sorry, also da muss auf jeden Fall noch sehr, sehr viel nachgebessert werden. Nicht alle Einstellungen oder überhaupt irgendwelche Einstellungen kann man in dieser App treffen, was das Kamerabild angeht. Und auch die Verbindung zwischen den beiden Geräten ist ein einziges Desaster. Deshalb ist die Sony Alpha 6300 nicht die Kamera, mit der ich langfristig YouTube machen möchte. Einfach weil ich mich ja stetig steigern möchte und stetig das YouTube-Game hochleveln möchte, also professioneller werden. Und wenn man über Professionalität redet, dann ist man auch ganz schnell bei der Video- bzw. Bildqualität. Und auch da ist die Sony Alpha 6300. Ja, es ist eine gute Einsteigerkamera, sagen wir mal so, aber sie kann halt einfach kein 4K bei 60 Frames per Second. Diese Einstellung eignet sich besonders gut, wenn man Aufnahmen mit viel Bewegung machen möchte oder auch Slow-Motion-Aufnahmen, denn bei 60 Frames per Second, wie der Name ja schon sagt, man hat dann einfach 60 Bilder pro Sekunde. Man hat dann einfach mehr Material, was in einer Sekunde aufgenommen wird. Ich denke, so kann man das am besten beschreiben. Und dadurch werden Slow-Motion-Aufnahmen oder Aufnahmen mit Bewegung eben drin einfach ja, viel hochwertiger. Also, fassen wir nochmal zusammen. Die Sony Alpha 6300 hat kein umklappbares Display und die App dazu ist so, naja, sie unterstützt kein 4K bei 60 Frames per Second. Sie hat zwar einen super schnellen Autofokus und ist auch sehr portabel und leicht, ist für mich aber nicht die langfristige Lösung. Das Bild meiner neuen Kamera seht ihr hier. Ich habe mich jetzt für die Panasonic Lumix GH5 entschieden. Die wird eigentlich überall in jedem Testbericht als eine richtig gute professionelle Videokamera beschrieben und das auch noch zu einem relativ günstigen Preis, wie ich finde. Wenn man über den Preis von Kameras redet, dann kann man da ja mehrere tausend Euro drin versenken. Meine Sony Alpha 6300 hat damals so um die 700, 600 Euro gekostet und ich glaube, dass der Preis ist relativ stabil geblieben. Diese Lumix GH5 kostet beim Händler um die 2000 Euro, was immer noch echt
günstig ist. Ja, ich habe sie ein bisschen günstiger bekommen für 1300, also ungefähr das Doppelte von dieser Kamera. Was macht die Lumix GH5 jetzt aber so besonders und warum nehme ich so viel Geld in die Hand und kaufe mir eine zweite Kamera? Nun, mal abgesehen davon, dass ich jetzt so coole Sachen machen kann mit zwei Kameraperspektiven, was ich persönlich ziemlich abfeier, weil ich dann im Videoschnitt eben nicht mehr diese Hardcuts zwischen ein und derselben Perspektive habe, wenn ich irgendwie eine Pause zwischen meinen Sätzen mache oder mich versprochen habe. Da kann ich jetzt einfach in die andere Kamera weiterreden. Das Coolste ist, dass ich jetzt eben zwei Kameras habe, die ich für verschiedene Anwendungsbereiche einsetzen kann. Wenn ich zum Beispiel etwas filme, wo ich einen krass schnellen Autofokus brauche, dann nehme ich einfach meine Sony. Wenn ich etwas filmen möchte, wo ich irgendwie eine Slow-Mo-Aufnahme machen möchte oder mich selber filmen möchte, dann nehme ich jetzt einfach die Lumix, weil die hat nämlich ein umklappbares Display und die unterstützt auch 4K-Aufnahmen bei 60 Frames per Second. Das ist aber natürlich noch lange nicht alles, denn die GH5 hat beispielsweise auch einen ziemlich guten Bildstabilisator in der Kamera eingebaut. Ich filme ja normalerweise mit meinem DJI-Gimbal, sodass da so ein paar Ruckler, wenn man mit der Kamera so frei Hand filmt, dass die einfach ausgemerzt werden. Und ich werde auch weiterhin mit diesem Gimbal filmen. Allerdings finde ich es auch beruhigend, dass in so einer Kamera ein guter Stabilisator verbaut ist, sodass ich nicht zwangsläufig immer dieses Gimbal dabei haben muss, um schöne gerade Aufnahmen zu machen. Die Kamera hat auch eine erstklassige Bildqualität. Die wird wirklich in jedem Review und Testbericht, was ich irgendwie gelesen und gesehen habe, über alle Maßen gelobt. Dann haben wir hier auch eine viel bessere Bedienbarkeit des Menüs. Das war auch so etwas, was mich bei der Sony-Kamera absurd genervt hat, weil dieses Menü wirklich richtig unübersichtlich aufgebaut ist und für mich einfach nicht logisch. Das ist bei der Lumix auf jeden Fall besser gelöst und man kann sich hier auch verschiedene Einstellungen individuell anpassen und hinlegen, wo man sie braucht. Auch das finde ich richtig große Klasse. Die Lumix GH5 kann auch so ein paar Dinge tun, die ich richtig, richtig cool finde. Beispielsweise nennt sich ein Feature Anamorphic Lens. Das ist ein Format, was man einstellen kann, sodass das Bild 4:3 wird. Das heißt also, dass man nach oben hin mehr Bild hat, anstatt zu den Seiten. Was bringt das jetzt, fragt ihr euch? Gute Frage. Das erleichtert einfach, dass man solche Aufnahmen von oben, wo man vielleicht irgendwie auf ein Objekt reindrehen möchte, dass das eben leichter funktioniert, weil man mehr Bild nach oben hin hat. Ich habe euch hier mal ein kleines Beispielvideo dazu aufgenommen, damit ihr besser versteht, was ich meine. Ein zweites cooles Feature ist die Fokusverschiebung, denn ich kann die Kamera tatsächlich so programmieren, dass sie ein Video von einer bestimmten Länge, entweder 20 oder 40 Sekunden aufnimmt und in dieser Zeit den Fokus von Punkt A nach Punkt B verschiebt. Auch da, was bringt das? Naja, man könnte jetzt die Kamera dazu programmieren, dass ich von einem hinteren Objekt in der Aufnahme zu einem vorderen halt rüberspringen möchte. Und damit ich das nicht händisch machen muss und den Fokus so manuell verschieben muss, damit das Objekt hinten erst scharf ist und dann vorne, kann man die Kamera eben so programmieren. Ich hoffe, das war verständlich. Finde ich auch ein nice Feature. Und um ganz zum Schluss nochmal auf die App-Anwendung zurückzukommen. Ja, auch die Lumix GH5 hat eine dazugehörige App. Allerdings ist das Welten besser als das, was ich von der Sony-Kamera gewöhnt bin. Denn hier klappt erstens die Verbindung viel leichter, schneller und überhaupt bricht die nicht so oft ab. Und ich kann auch in der App verschiedene Einstellungen zu meiner Aufnahme treffen. Das finde ich auch ziemlich cool, beispielsweise wenn meine Kamera irgendwo steht und ich ganz hinten irgendwo im Bild bin oder so, dann kann ich meine Kamera trotzdem über die App dazu programmieren. Ich habe den Autofokus bei der Sony-Kamera sehr gelobt. Das wird immer mein Kamera-King sein, was dieses Feature angeht. Bei der Lumix-Kamera ist das so eine Sache. Der Autofokus ist
okay, würde ich sagen. Man muss die richtigen Einstellungen für sich treffen. Allerdings kann er aber nicht mit der Sony mithalten. Also er fokussiert nicht so schnell auf neue, sich bewegende Objekte, die irgendwie ins Bild kommen oder so, wie die Alpha 6300 oder überhaupt irgendeine Sony-Kamera. Sony ist da einfach sehr, sehr gut, was das angeht. Langfristig möchte ich, wie gesagt, von der Alpha 6300 weg, weil für mich tatsächlich nur dieser Autofokus das Einzige ist, was diese Kamera für mich besonders oder interessant macht. Und ich mir denke, dass es da bestimmt auch ganz viele andere Kameras gibt, die dann vielleicht ein bisschen mehr kosten, das ist wahrscheinlich logisch, die das aber bestimmt auch gut können und mir auch noch mehr Features bieten können, wie beispielsweise 4K bei 60 Frames per Second oder auch ein 10-Bit-Farbraum. Ja, das war's mit meinem neuen Setup. Jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich ab jetzt zwei Kameras im Einsatz habe. Und dass ich damit ziemlich zufrieden bin, dürfte man mir ansehen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr von diesem neuen Setup haltet, mit den zwei Kameraperspektiven, mit dem Licht und überhaupt. Ab diesem Video geht's dann wie gewohnt weiter. Ihr seht jetzt jede Woche ein neues Video von mir, jeden Sonntag, ganz normal, wie gewohnt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bei dem nächsten Video könnt ihr dann sogar was gewinnen. Ich verlose ein paar Sachen, also schaltet dazu gerne ein. Passt bis dahin auf euch auf und bis dann. Tschüss!